Grüßt euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer. Eigentlich wollten Micha, Tizian und ich die alten Zeiten mal wieder aufleben lassen und uns zusammen das alte Krankenhaus anschauen, in dem wir damals den Obdachlosen trafen. Marius fehlte leider arbeitsbedingt, was ihn im Nachhinein bestimmt nicht gestört hat, denn das, was wir an diesem Abend erlebt haben, war einfach nur absolut gestört. Aber seht selbst. Weggerannt? Ja, da hinten. Der kennt die Fenster aus. Fenster. Willst du hier kurz rauskommen? Leute, herzlich willkommen zum neuen Lost Place Abenteuer. Heute mal Raterunde. Wer läuft vor mir? Ich glaube, keiner von euch kommt da drauf. Wer mir heute wieder mal begleitet hier. Ganz oldschool, ganz klassisch. Wie in alten Tagen, alten Zeiten. Das ist einfach nur schön. Ja. Für die Leute, die länger dabei sind, die mir vielleicht noch verfolgen, die kommen vielleicht drauf, alle anderen tappen bestimmt im Dunkeln. Es ist mega. Es kann sein, dass wir uns jetzt verlaufen hier mitten im Wald. Da vorne ist der andere. Genau, wir suchen Micha sein Fahrrad heute. Das ist unsere Mission. Ja, Micha. Das ist Zaun. Wir kommen da nicht vorbei. Ja, irgendwo ist da bestimmt was offen. Ja, auf jeden Fall, Leute, wir sind auf dem Weg zu dem Krankenhaus, wo wir damals auch mitten in der Nacht diesen Obdachlosen getroffen haben. Ich blende jetzt mal kurz eine Szene in, wo das passiert ist. Alle anderen wissen bestimmt, von was ich spreche. Wenn jemand hier drin ist, dann kommen wir nicht rein. Hallo? Na gut, okay. Das ist ein Schmeiß hier. Geh mal lassen. Da ist ein Bett. Mach mal nochmal zu, da war ein Spiegel. Da war ein Bett? Da ist ein Spiegel. Ja. Hallo? Jemand, da ist jemand drin. Hallo, wir wollen Ihnen nichts tun. Wirklich nicht. Wir hauen wieder ab. Wir gehen wieder los. Was wir heute 2022 an derselben Location erlebten, war definitiv schlimmer. Oh, krass. Navy Seal, Junge. Wie lange ist das schon? Die hat Micha, glaube ich. Na Leute, jetzt sind wir hier, vorne am Eingang. Kann mich noch ganz genau erinnern, links an der Treppe da, sieht man jetzt alles vielleicht ein bisschen schlecht. Dahinter haben wir damals gehockt und haben oben in der dritten Etage, glaube ich, da hat er halt irgendwo das Licht gebrannt, ne? Wo der Obdachlose damals drin war. Was? Steht schon wieder in der Feuer? Keine Ahnung, Alter. Wir brauchen heute jetzt haben wir auch endlich einen Eingang gefunden. Mal kicken. Ich habe jetzt auch besseres Licht hier. Ja, das ist natürlich noch besser. Man kann nicht mal durch das Fenster. Sondern einfach nur hier. Durch die Tür. Oh, durch die volle Sonne Gras, Alter. Was? Ich darf ja gar nicht sagen, wo wir uns befinden. Aber der eine oder andere kennt ihr auf jeden Fall. Für unser. Ja.
Moin. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir... Doch, wir sind damals auch von hier reingegangen, ja. Wenn mir nicht alles täuscht, war das damals irgendwie ein altes Stasi-Krankenhaus oder so. Oh. Angst gekriegt, nee. Schreck gekriegt? Was? Na, guck mal, mein Licht ist so übel hell, oder was? Nein, ja, man, wenn wir müssen damals schon geworden im Laufe, wenn man so groß ist. Wo sind wir denn? Wir wollten ja eigentlich hoch, oder? Ich würde sagen, das war damals schon so krass aus. Also so schlimm. Lass die Kamera mit als erstes das aufnehmen, was wir hier annehmen. Ja. Hallo. Operationsabteilung. Zutritt für Unbefugte nicht erlaubt. Aber wie gesagt, Leute, wir waren ja damals schon hier. Wir haben gerade überlegt, ob er damals schon so durchgelassen war. Irgendwo waren hier auch Operationssäle und so. Ich glaube, hier ist sogar schon einer. Nein, vielleicht. Das war Mittelkrank. Ja? Echt? Ja, ja. Da kommt eben auch bekannt vor hier. Irgendwie schon, ja. Aber das hier war mal so ein Operationsraum, oder? Aber durchgelassen ist verkehrt. Und dann nahm der Wahnsinn seinen Lauf. Bitte entschuldigt in den nachfolgenden Aufnahmen jegliches Kameraruckeln oder andere, ja, Sachen, die ich nicht gut filmen konnte. Mein Adrenalinspiegel war einfach so hoch, dass er mir nicht erlaubte, irgendwie noch vernünftig irgendwas zu filmen. Aber seht selbst. Jegliche Szenen, die jetzt folgen, sind weder gestellt, inszeniert oder ähnliches. Alles, was ihr jetzt seht, ist an dem Arm wirklich so passiert. Hier mit dem Überblick und hier mit dem Überblick. Eigentlich ist es gar nicht so windig draußen, ne? Kann nicht der Wind gewesen sein? War nicht so doll, oder? Ja, jetzt sollte, glaube ich, bald die Etage kommen. Nee. Das ist nicht der Wind. Hallo? Hallo? Auf gar keinen Fall ist das der Wind. Nein, das ist ja auch nicht der Wind. Welche Etage sollen wir kommen? Welche Etage? Boah, jetzt Herzballern, Alter. Ohne Witz. Ja, Leute, das war definitiv nicht der Wind. 100%ig nicht. Hallo! Das war auch die Etage hier. Das war nicht der Wind. Na, guck, jetzt läuft da draußen. Ja? Mal Licht aus. Digga, Alter, wir wollen keinen Stress mit dir, Mann. Wir wollen uns ja einfach nur umkicken. Naja, zum Guten machen wir auch Stress mit dir. Ja, den sind wir ganz sauber, aber... Geh mal weiter. Aber ich hab's auch auf dem Dach gehört, oder? Auf dem Dach? Ja, hier oben. Hey, vor unten. Naja, wir müssen einfach mal runter. Ja. Scheiße. Nein, das war unter uns. Bist du jetzt unter uns? Hey, lass uns verpissen, Alter. Lass mal suchen. Komm, wir suchen, ey. Oben, oder? Bist du oben jetzt oder unten? Digga, wo bist du? Kommen wir runter? Ich fang schon an zu schwitzen, Alter. Voll gefilmt einfach, ja. Er hat den Überraschungsmoment, das ist das Problem, Leute. Ja, aber wenn er zu dicht ist, dann hau ich ihm so fressen. Ja, Leute, das wird richtig strange gerade hier auf jeden Fall. Also irgendjemand ist hier. Entweder will er uns Angst machen, will uns einfach nur vertreiben hier. Vielleicht ist er auch ein YouTuber oder so. Keine Ahnung, Alter.
Alter, hab ich schwitze hier Pfoten, Jungs. Ohne Witz. Kick dir vorne, ich pass hinten auf. Ja. Sicher? Alles gut. Ja. Ja, Leute, wir haben vorhin die ganze Zeit gedacht. Draußen. Draußen oder was? Wir haben die ganze Zeit gedacht, da ist der scheiß Wind, aber hier ist tatsächlich irgendjemand drin, Alter. Das ist schon wieder so strange. Wir wissen natürlich nicht, ob es der Obdachlose ist von damals. Was? Na, Wendler. Ja? Was ist denn los? Komm wieder! So weggerannt? Ja, da hinten. Reflektor an der Hose. Oh, meine Sitze dunkel. Micha, kick hinten. Ich kick mal hinten. Ja, Leute, wir denken jetzt, dass er weggerannt ist. Ey! Was ist los mit dir? Ist dir schlecht oder was? Unter uns, genau unter uns. Wenn er dir sagt, Alter. Daddy! Sicher? Mäuschen, Mäuschen, piep einmal! Zeig dir doch mal wenigstens den mal! Lass den wenigstens eh mal kurz sehen, Alter! Ich küsse dein Herz, Mann. Na ja, Leute, das ist einfach nur geisteskrank. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie nicht wirklich damit gerechnet, dass hier irgendjemand ist oder so, aber hier rennt tatsächlich noch irgendeiner rum. Ich sag, ob nur irgendwelche Freaks sind oder so. Natürlich ist das immer alles mit Vorsicht zu genießen, Leute. Also, ne, nicht nachmachen. Mein Adrenalinspiegel ist so, ich kann ihn überschreiben, Micha? Statement? Krass. Krass. Ja. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass der alleine ist. Nee, der war ja. Aber einer ist weggerannt, oder was? Nein, einer ist weg. Hat ja einen anderen von der anderen Seite gemacht. Ja. Der andere ist hier rauf. Und vielleicht ist es doch so, dass der andere, der hier war, hier auch hingekackt hat. Weißt du, der weggerannt ist? Kann ich jetzt leuchten hier? Wir finden hier. Wir finden den. Wenn er sich nicht zeigen will, wir finden ihn. Was mit dir? Nein. Jetzt bist du wieder da oben und rausgegangen. Na da, hier, da in dem Stock war er. Ja, aber wenn wir da jetzt sind, ist er wieder weg. Naja. Vor allem er rennt der weg. Komm zur Tür! Komm! Machst du jetzt eh nur Serienkiller oder was? S, ja.
Ja, ist so, ne? Ist so. Die sind nicht alleine, also er ist nicht alleine. Und von überall kommen die Geräusche, wenn wir sie dumm hin und her. Nee, der bringt uns keine Punkte. Siehst du, der kennt sie einfach aus. Was ist? Hier fällt. Wo bist du denn? Aber deine Lache ist creepy. Ja, deine Lache ist strange auf jeden Fall. Den muss man hier lassen. Wir haben jetzt gedacht, das war der Wind, aber war er dann wohl doch nicht. Wie schnell er auch ist, ja? Nee, der ist nicht alleine. Der ist nicht alleine. Aber gut gemacht, also. Ja, also hat uns jetzt richtig geflasht auf jeden Fall. Aber wir haben keinen Bock, die Steine hinterher zu rennen, Alter. Bisschen dumm, aber wenn wir das noch auflösen können und quatschen kurz, das ist ja cool. Ja. Willst du nicht kurz rauskommen? Kommst du alleine rein? Ganz alleine? Ja. Aber nur wenn du im selben Raum bleibst. Dann bleib in dem Raum, wo du gerade bist. Ach, weil ich schon so nicht stehen, du riechst ganz schön nach Schwein. Ja, das stimmt, aber wirklich. Also, warum ein bisschen anspringen, muss ich ehrlich sagen. Ich hab auch fast ingeschissen, wo ich das erste Mal deine Lache gehört habe. Muss ich dir ehrlich sagen. Ich würde gern. Da hinten ist er. Eins, zwei, drei. Freddy, komm vorbei. Ihr jagt dich von außen. Das sind zwei. Der ist nicht alleine. Was? Ja, aber hier hörst du richtig lacht er. Was, noch einen dritten? Nee, also hier hörst du die Schritte und da hinten lacht er. Ja, ist noch zu doof. Wir wollten ein altes Feeling haben von damals. Ja. Ihr habt total unser Video gecrashed, Alter. Aber war nicht so schlecht. Für das Feeling, danke. Na? Können wir gar nicht weiter. Hier sind wir ja hinterm Krankenhaus. Vor allem, die kennen sich ja besser aus als wir hier. Naja, die wohnen vielleicht sogar hier. Ich glaube, das machen die öfter. Ja. Immer noch ablenken, locker. Mann, das ist nicht nur einer, das sind zwei, drei. Aber für zwei auf jeden Fall. Ja. Aber gut, also. Machen sie gut, ja. Gut koordiniert. Muss man ja lassen. Aber vielleicht reden die auch miteinander, weißt du, über Megafon, denkt sie, wie heißt das? Mikro, Walkie Talkie, ja. Walkie Talkie. Ja, irgendwann macht denn keinen Spaß mehr, ne? Ja, komm! Schönes Wochenende! Wenn du jetzt noch ein S-Kostüm anhast, dann ist geil. Dann scheiße ich mir wirklich in die Hosen. Na komm doch her, dann zeig ich, wer der Angsthase ist. Aber wir spielen noch ein bisschen! Noch ein bisschen? Mann, ey. Das ist doch so groß, ey, dass wir euch haben, das ist total dumm. Wir haben gedacht, ihr kommt raus und wir schnacken noch eine Runde. Oder trinken kaltes Bier. Aber stolper nicht, wenn du da langläufst. Ja. Leb dein Leben. Tschüss! Ciao! Warum ist das nochmal abhängig? Wir haben uns richtig hingeschissen jetzt, ja! Wir haben bloß keinen Bock, dir hinterher zu rennen, Alter! Wenn du damit Spaß hast, ist okay. Ja. Das ist doch klar, man kann das doch machen, so. Das ja, ist doch geil gewesen, aber irgendwann muss man ja auch ein.
Punkt kennen. Also die kennen wir ja auch noch nicht, ne? Was? Die kennen wir ja auch noch nicht, oder? Nee, nicht wirklich. Okay. Also drehen wir hier weiter. Na Leute, das leider ist alles ein bisschen dunkel hier. Ich musste jetzt hier wild rumfilmen, aber ich denke mal, die Schreie und so, das wird man alles drauf haben, gut. Das war schon strange, ne? Ja, die laufen uns auf jeden Fall hinterher. Die sind schon jetzt ziemlich weit hier vorne. Aber dass die das ohne Licht machen? Vielleicht haben sie ein Nachtsichtgerät. Oder Grünlicht oder was auch immer. Die machen das auf jeden Fall nicht zum ersten Mal. Nee. Das haben die schon öfter gemacht. Mach mal einfach aus. Mach mal aus. Du stinkst nach Scheiße, Alter. Nicht schlecht. Mann, was hast du denn auf dem Kopf, Alter? Was ist mit dir nicht richtig? Bist du in den Kleinen? Dann kommen wir jetzt ins Kleine rein. Sag uns, bist du in den Kleinen? Was bist du für ein Angsthase? Digga, wo bist du, Alter? Mach dir mal bemerkbar. Ja, ist mein Safe, sonst wird er uns doch nicht sehen, so gut. Was willst du denn spielen? Arsch ficken oder? Wow. Alles muss versteckt sein. Tizi, die geht es jetzt nicht rennen. Nein, das ist schön verbrannt. Deswegen. Du wirst nicht, wie viele da drin sind. Du gehst da nicht rein. Hast du gehört? Wie jetzt lange, sind mindestens drei oder vier, sag ich. Mindestens zwei, Alter. Wie lange verfolgen die uns, ist ja die Frage schon. Ja, von Anfang an mit Sicherheit. Wie lange verfolgst du uns schon? Von Anfang an? Oh, aber nicht mit Glasschirm. Ey, komm. Ja. Na, jetzt wird er mir zu aggro, Alter. Weil er Schiss hat, ob das mal hinkommen. Aber komm mal nicht, weil wir nicht wissen, wie viele Leute da sind. Und weil ich Schiss hab! Und habt ihr Scheiße! Ich will nach Hause. Ich hab keinen Bock mehr. Mutti! Wenn ihr anfängst mit Glasscherben zu schmeißen, das ist asozial. Da haben wir keinen Bock drauf. Ja, Tizi, mach mal Google Maps an. War doch geil, Mann. Ja, das ist irgendwo geil. Das war nicht mehr geil, das war für ich. Kann man das so. Am Anfang war es richtig strange, Alter. Wie gesagt, erst hast du gedacht, das war durch den Wind, ne? Und dann polterte dreimal, Alter. Beim Tizi sagt so, Alter, genau so ein Glasscherben. Ich glaube, der macht wieder Sturz. Ah ne, der ist so behindert. Ich wette, wenn wir da ringen, dann pellt er uns auch hin über. 100%. Na, meinst du nicht? Nö. Ja, doch, also.
Ich glaube, wir müssen jetzt hier so ums Krankenhaus rum. Guck da mal. Naja, ist nicht so genau, weil es wieder ein Verschluss ist. Wir versuchen jetzt einfach irgendwo erstmal straight ahead auf die Straße zu kommen. Ohne hier irgendwo nochmal, ohne irgendwie nochmal auf irgendein Gebäude rumzulaufen. Aber hier. Was? Wir gehen jetzt nach Hause schlafen! Ja, gute Nacht! Gute Nacht! Mach's gut! Aber gut! Wir kommen nochmal wieder, dann wenn du nicht mehr damit rechnest! Heute Nacht! Alter, macht der für ekelhafte Geräusche, ohne Witz, oder? Er schläft irgendwas hinter sie her, oder? Ja. Aber du bist schon hirnverbrannt, oder? Was? War ziemlich wild auf jeden Fall, ne? Also, vom Feeling her, scheiße, Alter. Also, ich habe nie so richtig Angst gehabt, wie sie alle sagen. Also, in keinem Moment? Nee. Geh mal her, komm mal raus. Sind die offen, oder? Dann springen wir rüber. Alter, Vater. Ein bisschen wild war es schon, oder? Ja, doch, für mich doch. Also, ich finde auch. Mich hat mehr als Geld geschickt. Nein, doch, gekickt hatte mir auch, also muss ich ehrlich sein, doch. Hier rüber? Ja, hier rüber. Ja, ist offen? Ach so. Oh ja, easy going. Okay. Ey, wirklich, also die Ausschnitte, die will ich haben. Oh, tschüss, Mann. Ich hört man das auf der Kamera? Das hört man 100%. Meinst du? Ja. Das hörst du. Na Leute, abschließende Worte im Stockdunkeln hier. Keine Ahnung, wir sind jetzt einfach mal erstmal vom Gelände runter. Ach, das war absolut strange, Leute. Also ohne Spaß. Keine Ahnung, was das da für ein Typ war. Entweder machen die das öfter oder das sind wirklich irgendwelche Leute, die da leben und die uns verschrecken wollten, die uns Angst machen wollten. Ich hoffe, das ist richtig gutes Hören auf der Kamera.